Herr Beuske, grüße Sie. Herr Goh, grüße Sie, hallo. Herr Schulte. Hallo. Ihr seid gerade voll im Rennen. Richtig, genau. Wo befinden wir uns gerade? Wir sind gerade auf einer schnellen Abfahrt in der Tour de France-Etappe und haben noch drei lange Berge vor uns, sodass wir natürlich hier heute auf dem Messestand ein echt intensives Training absolvieren. Okay, man sieht's. Ja. Wie funktioniert das System? Das ist ein interaktives System. Das bedeutet, wenn der Schulte jetzt schneller fährt, sieht man, dass das Video schneller abspielt. Okay. Und natürlich Bergetappe, alles, was an Streckenprofil eingespielt wird, das merkt er auch direkt in den Beinen. Also es gibt quasi eine Interaktion zwischen Gerät und Maschine, die das Ganze 100% realistisch wirken lässt. Herr Schulte, Eindruck vom Fahren, Sie als Profi? Macht irrsinnig Spaß, ist nicht so monoton. Besonders mit den Abfahren, mit diesen wirklich realen Bildern. Es macht richtig viel Spaß, ist kurzweilig und motiviert auch. Kann man es auch mit Kumpels spielen oder ist es so ein Einzelgame? Kann man mit Kumpels spielen, man kann sich treffen und connecten und dann fährt man ein richtig cooles Rennen miteinander. Und ja, das spornt nochmal an. Das kann man den Trainingsreiz auch nochmal hochsetzen. Also ich könnte mich jetzt bei mir zu Hause einloggen und dann auf derselben Bahn gegen ihn fahren. Ich denke mal, der Herr Beuske kann es wunderbar erklären. Richtig, wir haben eine Community, wo man 80 bis 100 Teilnehmer hat jedes Wochenende, die sich treffen. Wir haben sogar die Möglichkeit, im Windschatten einer Gruppe zu partizipieren, sodass es tatsächlich ein sehr taktisches Rennen ist, wo Gruppen zusammenfahren, wieder sich Ausreißer nach vorne absetzen. Okay. Und das Ganze macht den Reiz aus und man merkt regelmäßig, dass man sich dann tatsächlich voll ausgepowert hat. Aber man macht eine Zeit aus, 16 Uhr, Samstagnachmittags, wir treffen uns, 50 Mann fahren die Tour de France nach. Richtig, das genau, ist das Prinzip. Genau. Sehr interessant. Kann ich mir meine Strecken auch individuell machen oder sind das vorgegebene Strecken? Ich habe die Möglichkeit, zum Beispiel per Helmkamera oder so tatsächlich Strecken aufzunehmen und kann die dann in der Premium-Version unserer Catmaps auch tatsächlich abtrainieren. Aktuell sind 12.000 Strecken im Portal, sodass ich eine riesengroße Abwechslung und eine riesengroße Streckenauswahl habe. Wenn ich praktisch eine Strecke abfilme und einspeise, dann ist die bei euch im System? Richtig, genau. Okay. Genau. Und das Schöne ist, dass wir extrem unterschiedliche Strecken haben. Also wir haben extrem anspruchsvolle Strecken für sehr leistungsorientierte Fahrer. Ja. Wir haben Bergetappen, wir haben zum Beispiel auch Triathlons im System. Aber wir haben auch Genusstouren für den Freizeitradler. Zum Beispiel die Golden Gate Bridge ist natürlich dabei als Klassiker, sodass ich mir zu meiner Länge und zu meinem Leistungslevel entsprechend das passende aussuchen kann. Ist es dann mehr so ein Gerät für den Winter, dass ich sage, auch im Winter kann ich voll fahren, packen wir es im Sommer wieder weg? Ich finde es die optimale Variante, wenn du wirklich also in der Kälte unterwegs bist. Ich meine, viele lieben es auch draußen zu sein, ist auch gesund, aber wenn es dann wie jetzt vor kurzem minus 14 Grad hat, dann wird es auf dem Rennrad schon sehr kalt und eisig und vor allem gefährlich. Überleg einfach mal, du kommst aus der Arbeit, aus dem Stau und dann dich anzuziehen und dann nochmal loszufahren. Wahnsinn. Da gehst du lieber runter, setz dich auf dein Spinningrad, auf deinen Racer und dann triffst dich mit deinen Freunden im Netz und hast Social Networking sogar mit Sporteinheit. Das ist perfekt. Hört sich sehr nach Zukunft an. Wo produziert Kettler? Der Racer wird tatsächlich noch in Deutschland produziert, an unserem Stammsitz in Ense-Parset. Das ist an der A44 zwischen Dortmund und Kassel. Und da ist es tatsächlich noch so, dass wir das Gerät komplett konzipiert haben und da auch noch heute produzieren. Wir sind natürlich stolz, dass wir internationale Partner aus dem Radsport dabei haben. Ein Highlight in diesem Jahr ist die elektronische Schaltung von Campagnolo, die Chorus-Gruppe, die dem Rennradfahrer auch tatsächlich dann das Feeling geben soll, wie es am Straßenrad entsprechend auch abgebildet ist. Okay. Was mir jetzt irgendwie auffällt, im Gegensatz zum Fitnessstudio, man hört nichts. Genau. Dieser nervige ist nicht zu hören, oder? Genau, das ist halt ein Kettler Ergometer mit Induktionsbremssystem und eine Induktionsbremse, also eine Magnetbremse, macht keinen Krach. Und das ist halt auch das Tolle, man kann das Gerät im Wohnzimmer aufstellen und könnte auch dann beim Fernsehen gucken trainieren. Schön.